Letztens beschloss ich, meinen alten Kellerabfluss auszutauschen. Er sah nicht mehr wirklich neuwertig aus. Hier und da hatte er schon etwas Flugrost angesetzt und voll funktionsfähig war er vermutlich auch nicht mehr. Nach dem Ausstemmen kam dieses alte Gusseisenrohr zum Vorschein. Ich hatte eigentlich mit einem Steinzeugrohr gerechnet. Spätestens jetzt war mir klar, dass ich ein etwas größeres Problem am Hals haben sollte, als bisher gedacht. Ein erster Blick von außen ins Rohr ließ mich schnell daran zweifeln, dass hier noch etwas zu retten war. Stand mir eine Komplettsanierung bevor mit Bagger und allem drum und dran? Vielleicht nicht. Ich hatte dann nämlich eine Idee. Zunächst musste ich aber erstmal nachschauen, wie es mit dem Anschluss des Gussrohrs an die Sammelleitung aussah. Das Rohr selbst war zwar stark korrodiert, aber der Anschluss an die Sammelleitung aus Beton schien intakt. Meine Idee bestand nun darin, ein ausreichend langes KG-Rohr DN110 bis an die Sammelleitung zu schieben und das rostige Altrohr komplett zu überbrücken. Da hatte ich gehörig Glück gehabt. Es passte genau. Ich machte mich also an die Arbeit. Zuerst musste ich das alte Gussrohr so weit abschneiden, damit ich den passenden Adapter dicht und ohne Probleme darauf befestigen konnte. Die Budelei, um das Rohr weit genug freizulegen, war an diesem sehr festen und lehmigen Boden etwas mühsam. Interessant fand ich, dass die Wasserströmung im Laufe der Jahrzehnte ein Loch in das Rohr gefressen hat, genau gegenüber der Zuleitung aus der Küche. Nachdem ich das Rohrende gereinigt hatte, war es an der Zeit, die Adapterkupplung zu montieren. Um ältere Abflussrohre aus Gusseisen oder Steinzeug mit den heute üblichen grau- oder orangefarbenen Rohren zu verbinden, braucht man den richtigen Adapter. Den zu finden kann ganz schön kompliziert werden. Deswegen habe ich auf meiner Webseite einen Artikel darüber geschrieben, wie man den richtigen Adapter findet. Dort steht außerdem, welcher Adapter sich für welche Anwendung am besten eignet, wie man ihn verwendet und welche Dichtung man dazu benötigt. Es gibt sogar Videos, die zeigen, wie die Dinger richtig montiert werden. Begriffe wie Muffe, Spitzende und Nenndurchmesser erkläre ich dort auch. Die muss man nämlich kennen, um den richtigen Adapter für sich zu finden. Der Link zu meiner Webseite ist unten in der Videobeschreibung. Am Ende hat doch alles besser geklappt, als ich eingangs vermutet hatte, und ich hatte eine große Sorge weniger. Als nächstes musste ich für meinen neuen Bodenablauf ein stabiles Fundament betonieren. Der blaue Betonstampfer hat mir über die nächsten Arbeitsschritte gute Dienste geleistet. Damit kann man nicht nur den Beton stampfen, sondern auch den Erdboden verdichten. Das ist wichtig, um eine stabile Auflage für das Fundament und später auch die Abflussrohre zu schaffen. Ich hatte mich für einen Bodenablauf von Viega entschieden. Mit zweifacher Rückstausicherung und zusätzlich einem integrierten Zulauf für um die 100 Euro ist er wirklich preiswert.
Aber das war gar nicht so ausschlaggebend. Ein Blick auf die Homepage von Degas offenbart nämlich diese schöne Ersatzteilliste. Sollte also mal was kaputt gehen, ist kein kompletter Austausch notwendig. Degas ist ein deutsches Familienunternehmen, das es schon seit 1899 gibt. Ich bin also recht zuversichtlich, dass ich auch in einigen Jahren noch Ersatzteile und Dichtungen bekomme. Ich habe den Bodenablauf unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich gab dem neuen Fundament ein paar Tage zum Aushärten. Als nächstes musste ich die passende Kombination von KG-Rohren herausfinden, um Fixpunkt A, das Abflussrohr, mit Fixpunkt B, dem neuen Kellerabfluss, zu verbinden. Zuvor hatte ich die Gummidichtung entfernt. So konnte ich die KG-Rohre leicht verbinden und auch problemlos wieder trennen. In diesem Arbeitsschritt konnte ich meiner Kreativität so richtig freien Lauf lassen. Die Abflussrohre waren meine Pinsel und die feuchtlehmige und nach Kanalisation duftende Baugrube war meine Leinwand. Es ist bei diesem Arbeitsschritt von Vorteil, immer die kleinstmöglichen Winkel bei KG-Bögen zu verwenden. Wenn ich konnte, nahm ich also zum Beispiel drei 15-Grad-Bögen anstatt eines 45-Grad-Bogens. Das erleichterte mir erstens die genaue Ausrichtung. Denn wenn man drei Bögen gegeneinander verschiebt, kann man ziemlich genau steuern, wo man landet. Und das gegeneinander Verschieben ist bei einem einzigen 45-Grad-Bogen naturgemäß nicht möglich. Zweitens ist der sanftere und längere Verlauf der Biegung vorteilhaft, wenn im Lauf der Zeit Inspektionsfahrten oder eine Reinigung mit der Spirale notwendig sein sollten. 90-Grad-Bögen und auch Abzweigungen sind übrigens ausschließlich für den Anschluss an senkrechte Fallrohre gedacht und sollten ansonsten ganz vermieden werden. Nach einigem Herumprobieren hatte ich endlich die richtige Kombination herausgefunden. Wie man sieht, stimmt die Position des neuen Kellerabflusses genau mit der markierten Raummitte überein. Damit ich die KG-Rohre zusammen mit ihrer Gummidichtung später in der gleichen Lage wieder zusammensetzen konnte, nahm ich einen Stift zur Hand und markierte die Position der Rohre. Es war allerdings noch einiges an Luft zwischen Rohr und Erdreich. Damit die Rohre ein stabiles Auflager bekommen und nicht nachträglich absacken, musste ich also erst die Baugrube auffüllen und verdichten. Damit das KG-Rohr stabil liegt und nicht beschädigt wird, muss das verwendete Bodenmaterial steinfrei und verdichtungsfähig sein und darf eine Korngröße von maximal 20 mm Durchmesser haben. Also habe ich mir ein paar Kübel Recycling-Sand besorgt und mich frisch ans Werk gemacht. Die orangenen Knieschoner, die man hier sieht, hatte ich mir übrigens im Laufe dieser Arbeiten besorgt und es nicht bereut. Bisher hatte ich mich jahrelang mit den billigen Teilen herumgeschlagen, die zu Beginn des Videos zu sehen sind. Hier oben rechts eingeblendet. Sie sind mir ständig verrutscht, weil sie nicht ordentlich zu befestigen waren. Und gegen scharfkantige und größere Steine haben sie auch nicht geholfen. Die hat man trotzdem unangenehm gespürt. Das Hartplastik der neuen Knieschoner schützt vor scharfkantigen Steinen, Nägeln und anderem gefährlichen Zeug, was auf einer Baustelle so rumliegt. Die Gummiriemen lassen sich passend in der Größe verstellen und bieten sehr guten Halt. Alles in allem kann ich diese Knieschoner sehr empfehlen. Ich habe sie unten in der Videobeschreibung verlinkt. Yeah.
Das verdichtete Sandfundament war jetzt fertig und ich konnte damit beginnen, die KG-Rohre zusammen mit der Gummidichtung fest zu installieren. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Dichtung einzustecken, die richtige und die falsche. Ich musste also etwas darauf achten, die Dichtung richtig herum einzusetzen. Für das einfachere Zusammenstecken der Rohre wird ein Gleitmittel benötigt. Ich habe hier einfach Flüssigseife genommen, die hatte ich gerade zur Hand. Es gibt aber auch ein eigens dafür gedachtes Gleitmittel. Für größere Projekte als dieses wäre das die bessere und günstigere Wahl. Ein Link zum Gleitmittel befindet sich in der Videobeschreibung. Ich habe darauf geachtet, die Rohre nicht bis zum Anschlag ineinander zu stecken. Heißes Wasser kann zur Erwärmung der Abwasserrohre führen und somit zu einer thermischen Ausdehnung. Damit diese aufgefangen wird, habe ich die Rohre nach dem Zusammenstecken wieder 5 bis 10 mm aus der Muffe herausgezogen. Damit er bei den nachfolgenden Arbeiten seine Position und Ausrichtung beibehält, habe ich den Ablauf mit dem Fundament verschraubt. Nachdem die Rohre fest verbunden und zusammen mit dem Bodenablauf an ihrer endgültigen Position lagen, begann ich mit dem Zuschütten der Baugrube. Um den Sand in den Zwischenräumen zu verdichten, konnte ich meinen blauen Betonstampfer wegen seiner Größe nicht verwenden. Nach dem Kopfzerbrechen wurde mir klar, hier musste eine völlig neue Art von Werkzeug her. Ich bin stolz, hier nun den Prototypen meiner Eigenentwicklung zu präsentieren, den Verdichter 2000. Genau wie die Wurst hat er zwei Enden. Das Massageende ist für die ganz feinen Zwischenräume und besteht aus 100% edlem Naturholz. Das stabile Ende besteht aus Metall und ist für den grobfiligranen Einsatz wie prädestiniert. Im nächsten Arbeitsschritt machte ich mich daran, alles für das Betonieren des Estrichs vorzubereiten. Ich musste zuerst den Sand mit einer Folie abdecken, damit er dem Estrichbeton beim Trocknen kein Wasser entziehen konnte. Dies würde die Festigkeit des Estrichs negativ beeinflussen und könnte auch zu einer verstärkten Rissbildung führen. Ich habe zuerst die Bruchkante des alten Estrichs mit etwas Wasser vorgenässt, um ein Aufbrennen zu verhindern. Danach habe ich die erste Lage Estrichbeton eingefüllt. Ich hatte zuvor darauf geachtet, der Mischung nicht zu viel Wasser zuzufügen. Der Estrich sollte erdfeucht angemischt sein, um eine hohe Festigkeit zu erreichen und Schwundrisse zu verhindern. Um die Festigkeit des Estrichs weiter zu erhöhen, habe ich einen Betonrüttler verwendet. Der Estrich wird durch das Abrütteln auch fließfähiger, verteilt sich so besser und dringt auch in kleinere Zwischenräume. Das war insbesondere an den Bruchkanten und um den Bodenablauf herum sehr hilfreich.
hatte die Oberfläche mit einem leichten Gefälle hin zum Abfluss versehen und glatt abgezogen und war nun fast am Ende der Arbeiten angelangt. Um ein frühzeitiges Austrocknen zu verhindern, habe ich den neuen Estrich abschließend noch mit einer Folie abgedeckt und vor dem ersten Betreten ungefähr eine Woche aushärten lassen. Der Geruchsverschluss wird einfach am Henkel herausgezogen. Um die Rückstaueinheit zu entnehmen, wird der gelbe Griff nach oben geklappt. Dadurch gleitet die Einheit heraus und kann nach oben hin entnommen werden. Das sind die beiden Rückstauklappen. Ihre Aufgabe ist es, den Rückstau von Abwässern aus der öffentlichen Kanalisation in den Keller hinein zu verhindern. Außerdem stellen sie ein Hindernis dar für Ratten oder extrem kleinwüchsige Einbrecher. Denn die möchte man ja auch ungern in seinem Keller haben. Die Mechanik und der verwendete Kunststoff machen insgesamt einen sehr hochwertigen Eindruck und alles sitzt sehr passgenau.